Folge Nummer 234 von Simotrans. Ja, wir hatten letztes Mal das Problem, dass hier das Möbelgeschäft keine Möbel kriegt. Ne? Die Sachen sind eigentlich relativ klar. Wir haben hier das Haushaltsgerätegeschäft. Das geht LKW-Haushaltsgeräte. Der fährt von Altenau Ost nach Hardexen. Altenau Ost befindet sich hier. So, dann mach das mal zu gerade wieder. So, Altenau Ost. Der hat hier jetzt die Haushaltsgeräte, Connections, Stahlverpackungsmittel können hier angeliefert werden. Geräte, vorher mit dieser Haltestelle verbunden ist die Maschinenfabrik, Bretter, Stahl und Verpackungsmittel. Ich glaube, Verpackungsmittel sind doch offen auf dem Dingens, ne? Wie heißt es? Warte mal, LKW-Haushaltsgeräte. Ah, ich glaube, unser Problem liegt nur hier. Der LKW fährt von hier nach da, weil die Haushaltsgeräte hier produziert werden, ne? Haushaltsgeräte werden da produziert, aber es gibt keinen Weg an diese Haltestelle. Obwohl die Verpackungsmittel... Waren, die hier angeliefert werden können. Ja. Brauchen die ein Verpackungsmittel? Nein. Der bringt die Sachen von da nach da. Das ist klar. Bretter, LKW, der bringt... die Bretter dahin. Das ist auch klar. Ich glaube, wir müssen... Ich weiß zwar jetzt nicht, warum hier die Verpackungsmittel stehen, aber ich glaube, unser Problem liegt definitiv hier. Dass der Weg von da nicht nach da geht. Farbenzement. Baumarkt, Bretter, LKW, Güterzug, Obst, Stückgut. Wer ist denn Stückgut? Das ist die Bahn, okay. Die Bahn hilft uns nicht. Hardexen-Riedenburg ist nach da hinten. Stadtbus Hardexen, Straßenbahn, Fluggesellschaft, Fluglinie, Baumarkt, Bretter, Baumarkt. LKW, Baumarkt. Der kommt vom Sägewerk, okay. Ich glaube, wir müssen von hier nach da noch eine Linie ziehen gerade. Das ist der LKW, ne, oder? Neue Linie von da nach da. Ist die Frage, ob ich das mit 100% da machen kann, aber ich glaube eher nicht, ne, oder? Dann wird da blockiert. Wir probieren das erst einmal aus. So, und dann brauchen wir noch ein Fahrzeug da drauf, welches sich hier hinter befindet. LKW. Möbel. Ich glaube, die beiden, der hier und der andere, waren gleich. Da war ein Cent zwischen, ne? Ja. Also der
bringt die Möbel dahin und ich glaube, wir machen das auch ohne Anhänger, weil der braucht nachher wieder zwei, oder? Und der geht auf den Fahrplan, den ich überhaupt noch keinen Namen gegeben habe. Hardexen. Dann passt das und dann können wir das auch hier auswählen. Und dann noch LKB. Gut, wie cool das Spiel ist. Und starte den einfach mal. Da kommt er schon. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Die Möbelfabrik ist angeschlossen, wie man sieht. Und die Möbel liegen jetzt hier auch schon gleich da drauf. Ja, jetzt hat es geklappt, würde ich sagen, ne? Jetzt müssen wir nur gucken. Er liefert hier Stückgut an. Die Farben und müsste auch gleich wieder mitnehmen, ne? Und die Möbel gehen hin. Da war der Fehler. Schon gefunden, letzte Folge so gesucht, ne? Und keine Ahnung von gehabt, ne? Jetzt ist die Frage. Doch 25 Stück von 25, dann ist der LKW auch da passend drin gewesen. Da hatten wir ja letztens auch so ein Problem, ne? Gut, das läuft. Ist die Frage, ob das hier auf Dauer ein Problem wird, weil die zwei Buchten besetzt sind, ne? Aber wir können natürlich hier noch weiter bauen, ne? Irgendwo, weiß ich wo. Wenn es denn sein muss. Kann ja die Straße auch hier noch rüberziehen, ne? Kannst du bis dahin machen. Und dann kannst du hier noch weitere Buchten ziehen. Falls das da nicht klappen sollte, aber der fährt jetzt weg. Ich sag jetzt nicht, das ist der Möbel-LKW. Doch, das ist der Möbel-LKW, aber der hält. Der hat Haushaltsgeräte geladen, okay. Ist das jetzt richtig, was ich hier gemacht habe? Muss ja, ne? Aber wir hatten doch hier noch eine Linie mit den Möbeln, ne? LKW-Haushaltsgeräte. Wo fährt der rum? Okay. Kann es das sein, dass nachher einer davon nichts mehr fährt, weil der andere dem alles weggenommen hat? Also er hat hier weiter Haushaltsgeräte und er? Gute Frage, ne? Da sind auch Haushaltsgeräte. Müsste man nachher beobachten, ne? Hoffentlich vergesse ich das nicht. Dass man hier guckt, ob da was fährt und da guckt, ob da was fährt. Simotrans hat sich jetzt entschieden, den Weg da lang zu gehen, oder was? Ja, weiß ich dann auch nicht. Sind auf jeden Fall beide LKW in Nutzung. Ist ja auf der einen Seite nicht verkehrt, ne? Jetzt ist nur die Frage, wie weit sind denn die Möbel schon gereist? Bretter, Möbel.
Wer ist jetzt hier das Schiff? Motorschiff Bretter, Motorschiff Steine. Was ist das? Hat das Bretter? Nutzholz geladen. Das fährt aber keine. Sag schon. Kein Stück gut. Sieht es nur so aus, oder? Oh, da fährt wahrscheinlich was hin und her, ne? LKW-Steine, Motorschiff-Steine, das ist aber... Wie kommen denn jetzt hier die Möbel weg? Gute Frage, ne? Es sind keine Möbel da. Doch, da sind sie doch, 50. Frage, wer die da wegholt. Da kommt ein Schiff. Das hat hier die Bretter erledigt, ne? Oh, Nutzholz. Jetzt ist die Frage, wer holt hier das weg? Ach, warte mal, das ist... Ah, ich glaube, der fährt... Nee, doch nicht. Hier geht's ja nur hin. Da ist Fleisch. LKW-Fleischverpackung. Kommt dann doch irgendein Schiff hin oder sowas, weil die Verpackungen kommen da ja hin. Habe ich da irgendwie eine falsche Bezeichnung drin oder habe ich jetzt geträumt? Ja. Jetzt ist die Frage, wie das heißt. Es muss ja was mit Schiffen sein, eigentlich. Ne, Schiffe sind da. Getreide, Motorschiffbretter, Motorschiffschlauch, Vieh. Das war Schüttgut. Edenburg Floto. Ölschiff. Holzschiff. Fisch. Waldeck hat keine Verbindung. Dann kann das doch nur sein, dass da keine Linie ist, weil es ein Schiff ist, was einzeln fährt, ohne Linie. Haben wir da einen Fehler gemacht? Hier sind nur Segelschiffe und sowas. Das ist das Vieh. Da fährt auch noch einer. Schüttgut. Nutzholz. Palettenstück gut. Die Steine.
keine Bedienlinie. Ach, dann ist auf der Steinlinie fährt auch noch ein anderes Schiff. So sieht's aus. Alles klar. Alles ist im grünen Bereich. Wer fährt denn alles auf der Steinlinie dann? Das ist er. Schüttgut und Stückgut. Alles klar. Die sehen auch fast noch gleich aus. Das ist der Hammer. Mhm. Das bedeutet MS Steine. Schrägstrich. Nee, Bindestrich. Verpackung. Schrägstrich. Möbel. Damit wir das auf dem Schirm haben, oder? Dann hat sich das erledigt. Das ist jetzt er hier, ne? Habe ich gerade zugemacht, ich hält. Verfolgen wir jetzt mal und fahren schnell. Hat jetzt Farben drauf. Das können wir zumachen. Dann sollte der gleich Möbel auch mitbringen, ne? Ja, das ist dann schlecht hier mit den Steinen, ne? Fotowald ist überfüllt. Viele sind überfüllt. Jetzt will ich das nur kurz sehen. Wie die Möbel da reinkommen. Da sind sie drin. Alles klar. Erledigt. Ja, finanziell haben wir ein Problem, hatte der Michael noch geschrieben. Er hatte mir einen Beitrag gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier so vorankommen. Es ist eben waren 200.000, jetzt sind wir bei 250.000. Er sprach davon, dass wir 1 Million plus gemacht haben. So viel ist das jetzt hier nicht mehr, ne? Aber es wird gerade plus. Okay. Fahrzeugwerte laufen im Monat. Sieht jetzt nicht so toll aus, ne? Einnahmen fallen auch immer mehr runter, ne? Die Marge, wo ist er? Da ist die Marge. Die Marge ist aber plus. Das heißt, es ist eigentlich gut. Marge ist ja der Punkt, der wichtig ist. Zum Gewinn machen, ne? Okay. Aber da müssen wir trotzdem, naja, es wird jetzt dort tatsächlich 270. Naja, wird ja dann wieder zum September hin, ja, irgendwann wird es ja dann wieder zum Jahreswechsel hin, wird es dann wieder teurer, ne? Oder wie ist das? So, aber wir müssen dann gucken, dass wir dann in der nächsten Folge mal ein bisschen ans Optimieren noch gehen, wie der Michael geschrieben hatte. Der hatte geschrieben, dass die Zuglängen vielleicht fragwürdig sind etc. Da müssen wir mal reingucken. Da müssen wir die Museumsbahnen nachgucken. Hat er auch geschrieben, schon vor längerer Zeit. Die müssen wir vielleicht mal in Angriff nehmen. Hier die Fahrzeugliste ist dann vielleicht entscheidend, dass wir da mal durchforsten und jetzt als nächstes gucken, welches Fahrzeug ist denn hier jetzt so, ne, nicht so rentabel. So, hier ist ja zu gucken, dass wir da die Negativzahlen mal rauskriegen dann, ne? Gewinne sind gut. Und hier, auch das, was war das denn jetzt? Hier ist Gewinn 345 und wenn ich das anders, ach so, 99, das ist, ich dachte, die Zahl wäre rot, hätte rot sein müssen, ist sie aber gar nicht. Wo steht denn der und macht so miese Zahlen? 100.000 miese fährt er da ein. Wofür ist der denn gut? Das ist die nächste Frage. Der fährt jetzt mit nichts los. Landwirtschaftliche Güter fährt er. Hat er denn da gar keine mehr zu transportieren? Kann das sein? Der ist jetzt mit leer losgefahren. Das wäre natürlich dann krass, wenn er gar nichts mehr transportiert, ne? Können wir mal schneller machen gerade, oder? Da unten sind es jetzt 300.000. Ja, der fährt leer durch die Gegend. Der muss irgendwo eine Fahrplanänderung haben. Jetzt fährt da wieder leer. Da muss man gucken, dass der 100% geladen ist, oder? Der fährt immer hin und her, ohne irgendwas zu fahren. Das ist schlecht.
Gleich zwei von der Sorte, ne? Ich glaube, dann sollten wir vielleicht einmal ins Depot schicken, schon mal alleine dafür. Wenn wir zwei da drauf haben, dann brauchen wir einen definitiv nicht, ne? Also einer ist ja schon zu viel, weil der nichts fährt. Da muss man überlegen, wofür der zuständig ist. Hier liegt ja alles. Die Mühle hat reichlich. Es sind tatsächlich 134 Tonnen Gerste irgendwo unterwegs, aber nicht in diesem Zug. Dann haben wir die Brauerei. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Die ist auch überfüllt. Sogar noch was unterwegs hier, wie wir sehen. Aber ist genug da. Dann die zweite Mühle. Mehl und Weizen ist hier. Ist aber auch übervoll. Dann haben wir noch Tierfutterfabrik. Auch genug. Und da ist sogar noch reichlich unterwegs bei dem einen. Ja, gut, das würde bedeuten, wir müssen ihm mal irgendwann sagen mit dem Fahrplan, du fährst jetzt nicht mehr weiter, du bleibst jetzt irgendwo stehen, ne? So, das ist der Süddeutsche Alte Getreidehof. Das würde bedeuten, hier Linie ändern. Hier hauen wir mal gerade 100% rein, oder? Dann sparen wir doch da Geld, ne? Der weg. Und der sollte da mal stehen bleiben dann, ne? Der fährt ja jetzt erstmal da wieder hin. Natürlich immer die Frage, ne? Manchmal ist das ja so. Der hat 95 Tonnen Gerste da drinne. Ist die nächste Frage, wo der lang fährt, ne? Getreidehof Mühle, Getreide Rudolfzell, Radolfzell. Radolfzell ist so richtig, Rudolfzell ist falsch. Das ist hier, naja. Dann müsste man mal überlegen, das gucken wir uns aber in der nächsten Folge am besten an, die V200 hier, ob die nicht auch irgendwo lang fährt, wo der andere lang fährt. Süddeutscher Alter Getreidehof, Radolfzell, Norddeutsche Mühle fährt der und der andere hier. Wo ist das? Das ist hier. Die Ehentalstraße. Ja, der andere fährt durch. Alles klar, dann wissen wir schon, wie wir das nächste Mal regeln müssen. Da werden wir den Zug machen. Haben wir schon eine Aufgabe für die nächste Folge? Der eine, der kann dann nämlich auch beides bedienen. Der fährt dann da lang und wieder zurück. Na, und dann war doch hier, ne? Ja, da ist das. Dann bedient er beides. Und die müssen dann nicht beide stehen und sich die Räder platt stehen, ne? Auf der Gleise. Dann sind nachher die Gleise krumm. Okay, haben wir das. Machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, so wie die Kollegen das machen. Pumuckl, Friedrich, Michael Friedrich. Und wie sie alle heißen, die da gerne Kommentare zu schreiben, dann denen was auffällt, finde ich gut. Und ja, dann auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen, weil Simotrans ist ja dann doch jetzt nicht so populär. Aber das kann ja noch populär werden, ne, oder? Weiß ich nicht. Alles klar, Nischenprodukt, ne? Ich bedanke mich, wir sehen uns. Bis dann, ciao.